Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute baue ich mit dir einen Tannenbaum. Und nicht irgendeinen Tannenbaum, sondern einen Tannenbaum, den du jedes Jahr wiederverwenden kannst. Im Hintergrund kannst du den schon stehen sehen. Recht modern, würde ich sagen. Und wie du das machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Das Projekt ist ganz, ganz einfach. Was heißt ganz einfach? Eigentlich brauchen wir nur, womit wir ein bisschen Druck ausüben können. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde, denn wir müssen dieses Flachstahl hier ein bisschen zurechtdrücken und wir brauchen einen Akkuschrauber oder eine Tischbohrmaschine, ein Gewindeschneiderset und natürlich die Materialien, die ich hier habe. Die meisten Materialien bekommt ihr im Baumarkt. Natürlich bekommt ihr hier so eine schwere Stahlplatte nicht im Baumarkt. Das wird nämlich der Fuß werden für den Tannenbaum, für den Adventskalender. Könnt ihr euch aber auch online bestellen oder bei der Schlosserei um die Ecke. Flachstahl habe ich jetzt hier eins von 30 mal 5 mm oder 4, so genau weiß ich das nicht, von 3 Meter Länge. Ich hoffe, dass die Länge ausreicht. Dann habe ich natürlich noch ein paar Schraubhaken, ein paar Muttern, 6er und ein Hanfseil. Das wird dann nachher zwischen den Tannenbaum dann gespannt, damit ich da auch was aufhängen kann. Ich möchte, dass der Tannenbaum die Schenkel eine Länge haben von 1 Meter ungefähr, beziehungsweise machen wir mal 90 Zentimeter. Der Tannenbaum soll ungefähr eine Höhe von 1 Meter haben. Und normalerweise würde man das jetzt so machen, dass man sich einfach hier die Mitte anzeichnet von diesem 3 Meter Stab oder Flachstahl und dann fängt man an, einfach zu bohren. Am idealsten an einer Tischbohrmaschine. Ich weiß noch nicht, ob ich das so mache oder ob ich mir das erst biege und dann bohre. Ist eigentlich beides möglich. Natürlich geht es irgendwann bei 5 mm Stahl, wenn ihr da 20 Löcher bohrt, geht das ganz schön in die Arme. Und darauf habe ich natürlich keinen Bock. Ne? Deswegen werde ich mir jetzt erstmal ganz, ganz grob jetzt hier anzeichnen, wie ich das Stück Stahlblech biege. Ich habe jetzt, wie gesagt, 1 Meter. Da könnt ihr beispielsweise einen Zollstock nehmen, legt euch den so zurecht. Und wir müssen natürlich hier so ein bisschen Abkantung berechnen, 20, 30 cm auf beiden Seiten und nochmal 10 cm runter. Sprich, wir machen jetzt, würde ich sagen, wir machen es ganz einfach. Wir zeichnen uns jetzt die Mitte an und bohren das Ganze an der Tischbohrmaschine. Und zum Anzeichnen eignet sich hier ideal so ein weißer Edding-Marker. Ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Meter ist das Ganze lang, bei 1,50 Meter habe ich das Ganze angezeichnet und ich habe jetzt die Schenkellänge auf 90 angezeichnet, auf beiden Seiten. Und ich bin jetzt im Überlegen, 90, was machen wir da, dass wir in regelmäßigen Abständen uns jetzt einfach Striche rüberziehen. Und natürlich die Spitze bei 10 ist natürlich ein bisschen zu knapp. Machen wir mal 15 und dann gehen wir einfach mal so in 15er Schritten weiter. Das heißt bei 60, dann bei 15, so dann haben wir 50. Ja, und ich hatte ja anfangs gesagt gehabt, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Akkuschrauber machen, kräftigen. Ich werde das gleich auch mal euch zeigen. Natürlich habe ich jetzt hier eine Tischbohrmaschine, wo ich die Drehzahl regulieren kann und die eigentlich auch ausgelegt ist für Metallarbeiten, deswegen werde ich die natürlich auch nutzen jetzt. Ich will nachher einen 6er Gewindeschneider oder ein Gewinde reinschneiden, sprich wir müssen jetzt das Kernloch auf 5 bohren. Es gibt Tabellen im Internet, da werden euch genau die Bohrung bzw. der Durchmesser von den Bohrern erklärt bzw. könnt ihr das Ganze nachlesen. Und das, was ich jetzt hier mache, macht ihr bitte nicht, also ohne Handschuhe bohren. Und das Bohren ist ganz einfach. Was ganz wichtig ist, ihr müsst auf das Kühlmittel achten. Kühlen ist nämlich wirklich ganz, ganz wichtig bei Metallarbeiten. Bei Holz müsst ihr ja bekanntlich nicht kühlen, aber wenn ihr jetzt beispielsweise bei Metall nicht kühlen würdet, dann hättet ihr wahrscheinlich beim ersten, zweiten Bohren gleich den Bohrer stumpf gemacht und das wäre natürlich sehr, sehr fatal und sehr, sehr ärgerlich. Unter anderem ist natürlich dann die Bohrung auch nicht so perfekt, wie ihr euch das gewünscht habt und deswegen ist das Ganze unverzichtbar. Es gilt natürlich genau das gleiche für Fräsen, Schleifen und so weiter. So. Wie gesagt, ein Loch möchte ich jetzt mal mit euch mit dem Akkuschrauber bohren.
Und dazu spannt ihr einfach den Bohrer in einen kräftigen Akkuschrauber rein. Ihr könnt natürlich auch eine Bohrmaschine verwenden. Worauf müsst ihr achten? Wirklich eine sehr, sehr niedrige Drehzahl einstellen. Ansonsten verglüht euch förmlich auch der Bohrer. Egal, ob ihr jetzt Schneidöl oder das Ganze kühlt oder schmiert. So, und jetzt setzen wir das Ganze an. Versuchen natürlich den Bohrer gerade zu halten und dann könnt ihr schon sehen, es ist wirklich kraftaufwendig, hier ein Loch reinzubohren. Boah. Also 5 mm Stahl, wie ich es erwartet hätte, hätte ich das Ganze gebohrt, hätte ich dann so einen Oberarm bekommen. Aber irgendwann ist man auch mal durch. Und jetzt haben wir unsere Löcher auch gebohrt und ich wollte euch einfach mal zeigen, dass ihr das natürlich auch ohne Tischbohrmaschine machen könnt. Jetzt müssen wir die Löcher noch senken, da wir ein Gewinde reinschneiden von 6 mm. Und die Senkung erleichtert einfach diesen Gewindeschneider, das Eisen anzusetzen, damit wir auch schön gleichmäßig das Gewinde reinschneiden. Deswegen entgraten wir das Ganze bzw. schneiden jetzt eine kleine Phase hinein. Wichtig ist auch bei Metallarbeiten, ihr dürft niemals mit euren blanken Fingern über das Metall dann wischen und die Späne wegwischen, denn die Gefahr ist ziemlich groß, dass ihr euch dann eine schöne Schnittwunde zufügt. Nachdem wir dann das Loch gesenkt haben, können wir auch loslegen mit dem Gewindeschneiden. Ist ganz, ganz einfach. Natürlich müsst ihr aber darauf achten, dass das ganze Eisen einen sicheren Halt hat, damit das nicht wegrutschen kann. Ich mache das jetzt hier an meine Werkbank. Fixiere mir das Ganze und dann habe ich hier ein Gewindeschneider-Set von der Firma Ruco. Unter anderem sind auch meine Bohrer und meine Senker von der Firma Ruco sehr, sehr gutes, qualitativ hochwertiges Werkzeug, made in Germany. Und habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe ja schon ein, zwei Kooperationen mit Ruco zusammen gehabt. Und da nehme ich jetzt das 5er Gewindeschneider. Und zwar gibt es nämlich welche, also es gibt insgesamt 3 Stück. Eine ohne, ich muss mal kurz gucken, eine mit einem Ring, eine mit 2 Ringen und eine ohne Ring. Sprich, den mit ein, das ist unser ersten, den wir einspannen. Und dann gibt es hier so ein schönes Eisen, da könnt ihr das Ganze einspannen. Und dann können wir auch loslegen mit dem Gewindeschneiden. Ist wirklich ganz, ganz einfach. Das Ganze natürlich vorweg schön schmieren und ölen. Ihr könnt das jetzt sehen, das ist schön gefettet oder geschmiert. Ich habe natürlich jetzt gerade den falschen Gewindesatz genommen. Wir brauchen natürlich einen M6er. Den ersten mit ersten Ring. Und das Ganze ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich das Ganze sehr, sehr gerade ansetzen. Zur Hilfe könnt ihr natürlich auch einen Anschlagwinkel nehmen, dass ihr auch das Ganze jetzt nicht mal übertrieben so ansetzen, dann wird das Gewinde nämlich auch schief. Und dann ist es so, dann schneiden wir uns Stück für Stück, wir nehmen oben, geben wir Druck drauf und dann drehen wir das Ganze rein und ihr merkt dann schon, dass der leicht schneidet, dann geht er eine halbe Umdrehung zurück und schneidet euch wieder rein und ihr hört es auch schon, wenn man jetzt ganz leise ist. So ein Knackgeräusch und das ist dann, wo wir den Span brechen. Ganz wichtig hierbei ist immer, das Ganze zwischenzeitlich ordentlich zu kühlen bzw. zu schmieren, damit das Gewinde auch schön reingeschnitten werden kann. Ihr seht, wir haben das Gewinde jetzt durch. Nicht wundern, ich habe jetzt hier ein Lochsystem in der Werkbank und der Gewindeschneider geht jetzt nicht in die Werkbank rein, sondern in das Loch hinein. Jetzt können wir das Ganze auch wieder lösen und haben das erste Gewinde reingeschnitten, beziehungsweise den ersten Gang. Dann nehmen wir die Nummer 2 und wiederholen den Vorgang. Und so schnell habt ihr dann ein 6er Gewinde reingeschnitten. Und dann könnt ihr auch die Schraube hineinschrauben. Und natürlich ist das jetzt übertrieben. Ihr müsst jetzt nicht so eine Schraube nehmen. Leider gab es im Baumarkt jetzt nicht eine mit einem kürzeren Gewindegang. Sprich, 10 mm oder 5 reichen vollkommen aus. Wir werden das Ganze nachher komplett reinschrauben und dann mit der Flex kürzen. Jetzt haben wir unsere Gewindebohrung getätigt und jetzt können wir auch loslegen mit dem Biegen. Und beim Biegen habe ich mir schon jetzt den Kopf zerbrochen, wie wir das Ganze machen. Vor knapp, oder beziehungsweise Anfang des Jahres, hatte ich ja mal so eine dicke, fette 6 mm Stahlplatte hier gebogen. Das war so ein Weinregal. Das Video werde ich dir hier oben verlinken. Ja, und jetzt kriege ich schon wieder Bauchschmerzen, weil das Ganze muss wirklich beim ersten Mal sitzen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen einfach mal hier jetzt diese Stahlplatte.
nehmen uns jetzt hier so eine Werkbank und biegen erstmal die Mitte einmal dementsprechend zurecht. Das heißt, wir setzen hier den Punkt bündig, zack, zack, zack. Und sorgen dann für ordentlich Druck. Oben noch ein Stück Holz drauf. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wichtig ist halt, dass wir das schön festzwingen. Eine Kantenbank wäre jetzt natürlich am besten, habe ich aber nicht und hat wahrscheinlich der meiste oder die meisten haben das zu Hause auch nicht. Aber so mit Schraubzwingen oder wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr könnt auch Aluminium nehmen, das ist natürlich um einiges einfacher zu biegen. Aber ich finde, dass es ja auch robuster ist, das Stahlblech oder beziehungsweise das Flachstahl. Ihr könnt das natürlich auch für den Garten verwenden, den Tannenbaum. Und da ist es um einiges besser und stabiler. So, worauf müssen wir achten, dass das Ganze jetzt gerade ist? Ja, und dann geht es einfach los mit dem Biegen, ne? Ja. Boah. Ja. Die Spitze, ne? Die ärgert mich so ein bisschen. Gucken wir nachher nochmal. Jetzt haben wir ja schon mal unseren Tannenbaum und der ist ein bisschen, kann er so bleiben, ja, ne? Und jetzt kanten wir noch mal den Fuß unten und da gehen wir genauso vor, schneiden das mit der Flex ein. Das ist jetzt beispielsweise unser Flachstahl, sprich ihr macht einen Schnitt rein, natürlich nicht komplett durch, und dann fräst oder schlitzt ihr quasi eine Phase hinein auf beiden Seiten und somit können wir das dann komplett umbiegen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir bei 4-5 mm Stahl das auch machen müssen, aber wie ihr gesehen habt, müssen wir das leider auch machen. So, gute Dinge will gut Weile haben oder so, gibt der Spruch, ich weiß es nicht. Der Tannenbaum ist fast fertig. Natürlich könnt ihr hier sehen, oben ist es nicht perfekt, hat nur so eine leichte, ach, könnt ihr nicht sehen, hat so eine leichte Wölbung drin, ist aber nicht so schlimm. Ne, das ist ja jetzt nicht ein Tannenbaum, der von der Stange kommt, sondern es ist ein Tannenbaum von Mr. Handwerk. Und dann habe ich natürlich jetzt hier nochmal ein Stahlblech von 4 mm Stärke. Die Kanten habe ich abgerundet mit der Flex, mit einer Fächerscheibe drauf, ganz, ganz wichtig. Die Kanten auch nochmal. Das Ganze wird natürlich gleich nochmal lackiert. Aber bevor wir loslegen mit dem Lackieren, müssen wir den Tannenbaum auf den Ständer bringen. Und ja, man könnte jetzt natürlich ein Gewinde schneiden, aber dazu haben wir zu wenig Material hier. Das heißt, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das dann kaputt gehen würde. Deswegen werde ich das Ganze jetzt schweißen. Und zum Schweißen nehme ich mein allseits beliebtes Schweißgerät. Ich werde jetzt auch jetzt hier schweißen in der Werkstatt. Das mache ich eigentlich in der Regel sehr, sehr selten. Aber das sind jetzt 4 Schweißpunkte. Und ich werde natürlich vorsichtig damit umgehen. Thema Schweißgerät ist es so, darüber gibt es ein extra Video, so für Anfänger, Elektronenschweißgerät, das werde ich dir mal hier oben verlinken, wenn du da Interesse hast. Das liegt jetzt ungefähr bei 200-300 Euro hier, kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn du jetzt mit dem Schweißen anfangen möchtest. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die Sicherung nicht rausfliegt, wenn ich jetzt hier loslege, denn eigentlich schaltet man immer so eine Kabeltrommel dazwischen. Aber wir riskieren es einfach mal. Und natürlich müssen wir vorweg auch erstmal die Schrauben reinschrauben, weil die möchte ich auch farblich lackieren. Und das Ganze habe ich dann mit einer Mutter gekontert. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten kann es durchaus sein, dass sich das löst. Und jetzt könnt ihr natürlich, ihr seht jetzt hier, sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Aber das Ganze ist nicht für mich. Und da ist natürlich die Verletzungsgefahr bei kleinen Kindern oder bei Kindern ziemlich groß. Deswegen flexen wir das Ganze jetzt ab. Ich habe jetzt mal sporadisch einfach so eine Lichterkette hier jetzt rangemacht. Also ihr seht,
Da ist mächtig Potenzial drin. Ne? Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video hier gefallen. Würde mich einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Und wenn du natürlich dieses Projekt hier nachbaust. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn du mich auf Instagram oder Facebook markieren würdest. Ich würde sagen, bis nächste Woche Freitag um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. So, und der geht jetzt auf Reisen.